Frau Bodemann hat in der Budgetversammlung 2017 den folgenden Antrag gestellt. Der Gemeinderat wird bitten, verschiedene Möglichkeiten von einer Trägerschaft für ein neues Betagtenheim mit den Vor- und Nachteilen aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen. Ich hole ein bisschen aus. Am Anfang der ganzen Geschichte sind eigentlich 5 strategische Optionen gestanden. Die 5 strategischen Optionen sind erstens einmal eine Erstellung, Finanzierung und ein Betrieb durch Gemeinde. Die zweite ist, dass ein Dritter das Gebäude baut und dass das Gemeinde nachher kauft. Die dritte Variante ist, dass ein Investor das Gebäude baut und nachher das der Gemeinde vermietet. Die vierte, der Stelle und Betrieb durch Externe, also der dritte. Und die 5. Option ist, dass man das Heim ausgliedert in eine eigenständige Rechtsform. Jetzt sind an und für sich allein von der Fragestellung her, und ich habe das mit dem Kurt da voraus noch rasch abgeklärt, sind an und für sich die Varianten 2 bis 4, die sind eigentlich schon fast hinfällig geworden. Die Variante 2 ist der Bau durch Dritte und der Kauf durch Gemeinde. Das ist eigentlich insofern jetzt fast nicht mehr opportun, wenn man ja eigentlich schon ein Projekt jetzt aufgeleistet haben und wenn wir das der Dritte machen lassen, hätten eigentlich die Dritte das Projekt müssen aufgleisen. Das wäre ja ein Unsinn, wenn wir jetzt da noch wechseln würden. Und ich meine, wenn die anderen etwas bauen und wir das nachher kaufen, weiß ich nicht. Vermutlich könnte ja dann der Dritte etwas verdienen an dem Bau und wenn er es nachher weiterverkauft. Das wäre also die 2. Option, auf die gehe ich nicht näher ein. Dann haben wir die 3. Option, da wäre der Bau von dem Heim durch einen Investor und die Miete durch Gemeinde. Sind die gleichen Argumente irgendwie voran, die ich angebracht habe. Und wenn ein Investor das baut, dann will ja der eigentlich auch Geld verdienen. Ein Investor leiht sein Kapital an, um mögliche gute Rendite zu erzielen. Und die Gemeinde würde das dann mieten. Das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten ja auch nicht einem Investor seine Rendite über ein Betagtenheim zu zahlen. Dann ist die 4. Option, das ist gesamthaft durch einen Dritten das zu machen lassen. Das ist auch schon weg, an und für sich ist das schon erledigt. Wir haben jetzt angefangen und machen das selber. Es wäre jetzt auch irgendwo daneben, wenn man auf Feld 1 zurückgängt und nochmal irgendjemand würde suchen und dem sagen, du baue uns ein Heim und mach den Betrieb gerade auch selber. Ich tue also, in dem Sinn kommen eben die Optionen 2 bis 4 nicht mehr in Frage. Und bevor ich Ihnen jetzt die Optionen 1 und 5 näher erklären, bitte ich Sie einfach, die folgenden Sachen auch noch zu bedenken. Wenn man irgendetwas nach Vor- und Nachteil gegenüberstellen, dann braucht es da dazu Kriterien, Vergleichskriterien. Aber in diesem Bereich ist natürlich jedes Kriterium bzw. die Wertung von einem Kriterium ist sehr unterschiedlich. Also das hängt davon ab, wo man steht, aus welcher Perspektive, dass man das Geschäft anschaut. Und darum komme ich jetzt nicht und da irgend schreiben, das ist ein Vor- und das ist ein Nachteil. Ich versuche Ihnen einfach ein bisschen zu zeigen, wie kann man argumentieren. Ich überlasse es Ihnen aber Ihnen, so zu argumentieren, wie es einfach für Sie passt. Das ist einfach nicht möglich, sondern sonst würde ich Sie wirklich in Anführungszeichen vergewaltigen und Ihnen etwas vorreden. Denn die Wertung von diesen Kriterien ist, wie gesagt, sehr individuell. Was für Kriterien haben wir? Wir haben zuerst, das ist immer so, wenn Sie etwas bauen, das sind immer die Kosten und die finanziellen Auswirkungen. Wie tun Sie das gewichten, dass man eben für so etwas zahlen muss und die finanziellen Auswirkungen, was heisst das für mich? Wenn man zum Beispiel Steuern müsste erhöhen für da, dann hätte das natürlich eine andere Bedeutung und wird anders beurteilt. Also wenn man sagt, ja, der Laden der dreht sich nachher selber, da müssen wir an und für sich vielleicht etwas investieren am Anfang, aber die Amortisation und Zinsen und so weiter, die werden aus dem Betrieb finanziert. Also da, mit den Kosten, die finanziellen Auswirkungen, kann man vergleichen, je nach Art der Trägerschaft. Dann der zweite Punkt, das ist der Einfluss. Wie kann man Einfluss nehmen? Zuerst auf den Bau und nachher auf den Betrieb. Je nach Trägerschaft ist die Einflussnahme vielleicht ein bisschen eingeschränkt oder läuft einfach auf einen anderen Kanal. Weiteres Kriterium, Verantwortung. Entstehen mit dieser Verantwortung zusätzliche Risiken?
Es kann aber durchaus, wenn man eine Verantwortung übernimmt, kann natürlich auch eine Chance bestehen. Also wenn man eine Verantwortung dreht nehmen, dann macht man das nicht nur, damit man die Risiken haben kann, sondern man will ja dann vielleicht auch, jetzt beim betagten Heim, eine Chance nutzen, vielleicht für die Gäste in dem betagten Heim. Dass man eben die Chance dann zugunsten von diesen Gästen kann nutzen und weitergehen. Weiteres Kriterium ist die Fachkompetenz. Es braucht Kompetenz für den Bau, es braucht Kompetenz für den Betrieb. Bei welchem Typ von Trägerschaft wirkt sich das wie aus, das ist auch unterschiedlich. Kriterium, vor allem wenn die öffentliche Hand etwas baut, sind die Vorgaben im Zusammenhang mit dem öffentlichen Beschaffungsrecht. Das öffentliche Beschaffungsrecht schreibt Vergabemodalitäten, Ausschreibungsmodalitäten vor. Da gibt es Grenzwerte in Bezug auf den Betrag. Es gibt dann allenfalls sogar, wenn es dann ganz grosse Beträge sind, muss man sogar noch international ausschreiben. Wenn ein Privaten irgendetwas baut, der kann der Millionenbauten anstellen, ohne dass er jemanden muss fragen, wem das er jetzt den Auftrag vergibt. Die öffentliche Hand muss da schauen. Da hat auch seine Vor- und seine Nachteile. Die Aufsichtspflicht, wenn die Trägerschaft, wer hat denn die Aufsicht? Wenn die andere Trägerschaft, wer ist denn in der Verantwortung, um die Aufsicht eben zu garantieren? Und dann, als letztes von denen, die ich jetzt hier aufführe, es gibt noch mehr Kriterien, aber das sind die wesentlichsten, wo man sich fragen, wie viele Institutionen sind denn beteiligt? Es ist durchaus möglich, dass sich eine Form von einer Trägerschaft je nach Anzahl von beteiligten Institutionen eben aufdrängt oder weniger oder eben nicht. Und jetzt komme ich auf die Variante 1 zurück. Ich versuche, das ganz grob in Bezug auf die Kriterien zu beleuchten. Die Variante 1, das ist die Variante, wo die Gemeinde den Bau erstellt, finanziert und selber betreibt. Es steht jetzt ein bisschen viel da, fangen einfach oben an. Wenn das die Gemeinde macht, dann ist alles unter einer Obhut, unter einem Dach. Die Aufsichtspflicht ist einfach bei der Gemeinde. Die Gemeinde muss schauen, dass es funktioniert, dass es rechtens zu und her geht und so weiter. Die Gemeinde trägt und übernimmt das volle finanzielle Risiko. Es ist niemand anders da, der das mit übernimmt. Die Gemeinde steht da und sagt, so, wir zahlen den Bau und schauen nachher auch, dass wir die ganze Geschichte vernünftig amortisieren können und über den Betrieb so gut als möglich finanzieren können. Dann ist natürlich, wenn wir selber unterwegs sind, eine starke Regulierung da, in Bezug auf die öffentliche Beschaffung. Es ist ein sehr grosses Mitbestimmungsrecht da. Wenn die Gemeinde selber baut, dann kann die Gemeinde auch selber sagen, was sie will. Die Ausbaustandards definieren und bei der Bauvergabe auch sagen, wenn man allenfalls eben den Zuschlag gibt, um irgendetwas machen am Bau. Die ganze Sache ist sehr ressourcenintensiv für die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht aufgestellt in der Standardorganisation, um so ein Bauvorhaben zu realisieren. Also wir werden müssen fachlich und auch personell Ressourcen bereitstellen, damit man das Heim bauen kann. Und es braucht auch Ressourcen, um es nachher zu betreiben. Dieselben Ressourcen haben wir schon. Also es ist nicht so, dass wir dort die Ressourcen suchen müssen. Dann ist natürlich etwas, wenn die Gemeinde selber macht, ist in der Regel politisch gut vertretbar. Sobald man andere Formen wählt, ja, dann kommt man, wird man einmal ein bisschen hellhörig und sagt, ja, wer hat jetzt da die Finger auch noch drin, dann muss da noch jemand anderes irgendetwas sagen dazu. Also grundsätzlich ist die Option 1 politisch sehr gut vertretbar. Aber es darf auch gesagt werden, wenn die Gemeinde das alles selber machen muss, ist das Know-how sicher nicht immer umfassend vorhanden. Da hat jetzt angefangen beim Wettbewerb. Die Gemeinde ist nicht in der Lage, mit unseren Organisationen so einen Wettbewerb durchzuführen. Da haben wir andere müssen machen lassen. Und es geht jetzt genau weiter. Die ganze Planung, Projektplanung bis zur Baureifung und zur Abstimmung, da brauchen wir Unterstützung von außen. Da können wir wohl mitschaffen, aber da brauchen wir Hilfe. Das Know-how im Betrieb, das haben wir vorhanden, das ist da. Und das kann man natürlich auch mit einer guten Planung sicherstellen, indem dass man Nachfolgeregelung und so weiter hat. Und dann ist das sicher nicht in dem Sinn einschränkend.
zusammen mit diesen zusätzlichen Strukturen, die wir für den Bau brauchen, müssen wir natürlich auch Kommissionen bilden. Es gibt eine Kommission für den Bau, vielleicht noch andere Gremien. Und das gibt eben auch wieder etwas, was die Gemeinde außerhalb ihrer ordentlichen Organisation trägt. Die Sache kann man sich so überlegen. Es ist einfach als Quintessenz daraus, kann man sagen, dass wenn die notwendigen Kompetenzen da sind, ein Heim zu betreiben, also wenn die Gemeinde selber darüber verfügt und wenn die Finanzlage der Gemeinde gesund ist, dann müsste man diese Variante favorisieren. Das sind die Lehrbücher, die das sagen, das sind die Fachleute, die wir beizogen haben, die das sagen. Jetzt komme ich zu der Option 5. Da geht es darum, dass man eben das Heim in eine eigenständige Rechtsform dort ausgliedern. Das kann sein eine Stiftung, das kann sein ein selbstständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen, in der Regel in Form von einer AG, also einer nicht gewinnorientierten Aktiengesellschaft zum Beispiel. Da hat es auch wieder ein paar Fixpunkte drin, wo man einfach mal sehen, wo eine Auswirkung oder Auswirkungen, wo das mit sich bringt. Kapitalisierung und die Investition von dieser Trägerschaft, die findet in der Regel über Gemeinde statt. Wenn mehrere Träger da sind oder mehrere Beteiligte an dieser Trägerschaft sind, dann könnte man sich fragen, ja, dann sollen die natürlich auch etwas bringen. Also, eine eigenständige Rechtsform macht dann Sinn, wenn mehrere Leute namhafte Beträge einschiessen und dann im Rahmen von dem Kapital, das sie auch einschiessen, dann eben auch Verantwortung tragen. So wie es heute aussieht bei der Gemeinde, ist an und für sich die Gemeinde allein unterwegs und müsste auch Kapitalisierung leisten und garantieren, wenn man eine andere Rechtsform täte wählen. Die Trägerschaft führt wohl eine eigene Rechnung, aber Beteiligung von der Gemeinde, also der Betrag, den die Gemeinde an der Rechtsgesellschaft mitträgt, der erscheint in der Bilanz der Gemeinde. Die Einflussmöglichkeiten im Betrieb denn vor allem, die nehmen ab, beziehungsweise die Gemeinde wird dann aufgrund von ihrer rechtlichen Pflicht Pflege sicherzustellen für Betagte, also die stationäre Pflege sicherzustellen für pflegebedürftige Miteinwohner. Im Rahmen von dieser Verpflichtung schließt die Gemeinde eine Leistungsvereinbarung ab mit dieser Trägerschaft. Und über die Leistungsvereinbarung kann sie noch Einfluss nehmen auf den Betrieb. Allerdings ist dann schon ein Filter dazwischen. Das operative Risiko, wenn irgendetwas schief geht, trägt grundsätzlich die Trägerschaft oder die Körperschaft, die AG oder die Stiftung, die moralische Verantwortung, die liegt aber nach wie vor bei der Gemeinde. Ich meine, wenn es denn schief läuft, dann können wir als Gemeinderat nicht anstehen. Ja, das Name ist halt die Stiftung, oder? Das Problem von denen. Oder? Das ist denen einfach nicht so gut möglich. Und was je nachdem die eigenständige Rechtsform in der Regel auch nicht hat, das ist, sie hat keine Profitorientierung, sie will nicht Gewinnmaximierung um jeden Preis, sondern die sagen sich dann, die da mitmachen in so einer AG, die sagen sich, wir müssen einfach die notwendigen finanziellen Verpflichtungen können erfüllen. Ist bei der Gemeinde genau dasselbe. Die Gemeinde will ja keinen Gewinn machen. Die Gemeinde sagt ja auch, wenn sie es selber trägt, wir wollen einfach die notwendigen finanziellen Verpflichtungen können erfüllen. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Es gibt noch mehr Kriterien, die da eine Rolle spielen. Wir haben, wenn wir eine Stiftung haben oder ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, höhere Verwaltungskosten. Das ist einfach zusätzlich im Prinzip eine Instanz zwischengeschaltet, die natürlich eine eigene Verwaltung muss haben. Das kann kleine sein, das kann grössere sein, das hängt dann natürlich von der Größe des Unternehmens ab. Die Verantwortung, dass das funktioniert, liegt nach wie vor bei der Gemeinde. Die starke Regulierung bei der öffentlichen Beschaffung ist genauso da, wie wenn es die Gemeinde selber macht. In dem Moment, wo die Gemeinde 50%, also 50,01% hat von der Beteiligung, ist sie genauso im öffentlichen Beschaffungswesen unterworfen, wie wenn sie 100% hat.
Die Aufsichtspflicht, die rechtliche Aufsichtspflicht, die verbleibt auch bei der Gemeinde. Es ist unerheblich, welche Rechtsform dass das Heim denn hat. Selbstverständlich besteht dann natürlich grosses Mitbestimmungsrecht im Ausbaustandard und bei der Bauvergabe für die, die innerhalb dieser Stiftung beteiligt sind. Aber wenn es die Gemeinde selber macht, hat sie natürlich die Einflussmöglichkeiten auch. Und das ist jetzt Quintessenz daraus heraus. Das ist an und für sich da. Das ist eine sinnvolle Variante, weil alle Investitionen und der operative Betrieb in eine Gemeindenähe, wohl ausgelagert wäre, aber in eine gemeindenähe Organisation. Aber diesen Satz kann man für sich allein nicht stehen lassen. Es macht nur den Sinn, wenn eben mehrere Gemeinden oder mehrere Institutionen an dieser Trägerschaft beteiligt sind. Und da nochmal, da meint man dann, das müssten die Institutionen sein, die dann namhafte Beträge an Beteiligung aufbringen und nicht irgendwie ein Sympathiebetrag, dass man da 1'000 Franken zeichnet und den anderen für sich meint, wir können jetzt da mitreden, was da läuft. Das sind so die wesentlichen Punkte. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Jetzt ist einfach für den Gemeinderat die Konklusion daraus heraus, ist die, der Gemeinderat favorisiert aufgrund dem aktuellen Wissensstand die Variante 1. Und zwar, wie wir eh die einzige Institution sind. Wir haben verschiedene Betage daheim angeschaut. Wir haben also ich weniger, aber Claudia mit ihren Leuten hat Reisen gemacht, halbe Schweiz umeinander. Überall dort, wo es eine Stiftung ist, sind mehrere Gemeinden beteiligt. Es ist nie eine Stiftung, wenn nur eine Gemeinde allein fährt. Denn das zweite Argument ist, dass wir über Kompetenzen im Heimbetrieb verfügen. Es wäre schade, wenn wir die jetzt weggeben. Es ist an und für sich, darf es aber nicht ein abschliessendes oder ein alleiniges Argument sein, um auf dieser Variante zu beharren, denn man kann sie auch ändern. Oder? Also ein Betrieb kann jemand externer sicher so gut garantieren, wie wir selber mit dem Markus Tisch und seiner Equipe. Aber es ist trotzdem ein Putzlestein, der dafür spricht, dass wir es selber machen. Dann ist unsere Finanzlage ausgezeichnet. Heute in 4 Wochen haben wir hier Rechnungsversammlung. Ich darf Ihnen ein sehr gutes Ergebnis bekannt geben. Demnächst ist wird die Broschüre aufgeschaltet. Und wir können uns das leisten. Das können wir mit gutem Gewissen sagen. Und dann auch für den Gemeinderat ist einfach wichtig, wenn wir das Gefährt oder das Heim oder die Konstruktion selber in die Hand nehmen, dann bleibt die Führung und die Verantwortung bei uns im direkten Einflussbereich. Und es schwätzt uns niemand rein, es macht uns in dem Sinn niemals Leben schwer, außer den Bürger, die einfach das Recht hat, der Bürgerversammlung dann entsprechend allem anderen, wo wir tun in dieser Gemeinde, Rechenschaft zu verlangen. Kompetenz braucht es ja nicht nur im Betrieb. Kompetenz braucht es auf der strategischen Ebene, also bei der Kommission, wo dann eigentlich der Betrieb überwacht und die strategische Richtlinie vorgibt. Die Kommission, die ist wohl geführt von einem Gemeinderat oder von einem Mitglied vom Gemeinderat. Aber wir schauen auch in dieser Kommission drin, dass wir je nach Anforderung natürlich auch kompetente Mitglieder in dieser Betagtenheim-Kommission oder Betriebskommission vom Betagtenheim beiziehen. Es ist also nicht so, dass man da dann irgendwelche Amateure hat oder Dilettanten, sondern genau gleich wie irgendwo bei einem Zweckverband oder bei einer Stiftung. Die müssen ja auch auf dem Berufungsweg dann einmal Leute suchen, die ihnen die Stiftung oder den Verband entführen. Betone nochmal, der Gemeinderat hat extra noch nicht entschieden. Das ist nur seine favorisierte Variante. Der Gemeinderat hat gesagt, er will jetzt das erste Mal die Diskussion abwarten. Da bin ich ihm Kurt dankbar, dass er das eingebracht hat. Ich hoffe, wir haben noch eine lebhafte Diskussion über die Punkte. Und wenn neue und bisher unbekannte Argumente sollten auftauchen, Gesichtspunkte, die einfach wirklich in eine andere Richtung gehen, dann wird der Gemeinderat die sicher in die Entscheidfindung mit einfliessen lassen. Und ja, wir hoffen dann, dass wir vielleicht in einem Monat auch sagen können, wie man dann entscheidet. Das wäre jetzt einmal die Darstellung, die Aufführung von den Argumenten und Kriterien für die eine oder die andere Variante.
Aber für welche Variante das schlussendlich spricht, da müssen Sie sich selber einfach im Klaren sein, je nachdem, was Sie dann gewichten. Gut, dann kommen wir zur Diskussion. Ich freue mich, oder Beiträge oder einfach Argumente aus Ihrer Sicht, die man vielleicht noch mal betonen muss. Ich wäre froh, wenn wir ein bisschen hören würden, wie Sie das Ganze anschauen, damit wir wirklich auch noch in dieser Richtung weiterarbeiten können. Wem darf ich das Wort geben? Ja, Kurt, bist du. Geschätzte Anwesende, ich wäre ja auch nicht, dass ich etwas dazu sage, nachdem ich auch den Antrag dort mal gestellt habe. Ich glaube, die Darstellung, die jetzt gemacht worden ist vom Gemeindepräsidenten, ist einleuchtend und klar. Selbstverständlich hat er selber auch gesagt, kann man verschiedenes ein bisschen anders gewichten. Und bei mir liegt wichtig, vor allem eigentlich in zwei Sachen anders, als jetzt da präsentiert worden ist, nämlich bei der Kompetenz eben vom Gemeinderat in der Führung von dem Ganzen. Und weil im Grunde noch, wenn es eine gemeindeseigene Anstalt oder Betrieb bleibt, immer ja am Schluss der Gemeinderat aufgrund von der Betriebskommission einen gewissen Entscheid nachher muss treffen. Und ich glaube nicht, dass da unter Umständen dann längerfristig sichergestellt werden kann. Ich bin sogar persönlich der Meinung, dass man sowieso bei uns im Gemeinderat verschiedene Massnahmen treffen sollte, um den zu entlasten. Und dann ist es nämlich auch wieder einmal klarer, um nachher Leute zu finden, die die Funktionen wahrnehmen können. Indem man eben selber das andere versucht, wo geht, auslagern und damit auch die Verantwortung an andere Leute delegieren kann. Und da wäre von mir aus gesehen ein Punkt, der ganz eindeutig in die Richtung geht. Und der zweite, den ich eben noch ein bisschen anders beurteile, ist die finanzielle Lage. Wir haben schon das Geld, um im Moment da zu zahlen. Obwohl im Moment jetzt dann schon immer ja der Betrag ein bisschen höher ist, als da, wo man mal vor zwei Jahren geredet hat, mit 15 Millionen. Und aus dem Grund dann aber nachher einfach das gesamte Eigenkapital da drinnen investieren und dann auch die Abschreibungen entsprechend durchsetzen, da würde ich meinen, müsste man sich das schon einmal ein bisschen überlegen, ob nicht eben mit einer Genossenschaft oder einer Stiftung etwas nachher könnte realisiert werden, wo man wesentlich weniger Eigenkapital oder überhaupt Kapital und Geld von der Gemeinde müsste investieren. Also mit einer Lösung, Stiftung oder Genossenschaft, ist es denkbar, dass eine Bank einsteigt und Hypotheken gibt, wie das bei anderen Gebäuden ja der Fall ist. Die Gemeinde kann keine Hypothek machen, muss man einfach klar sehen. Die muss den ganzen Rest selber finanzieren und nachher auch abschreiben und verzinsen. Und in meinem Fall ist es wahrscheinlich vor allem bei den heutigen Zinsen, die ja wahrscheinlich noch eine Weile dürfte bleiben, sicher günstiger, als über die Betriebsrechnung nachher müssen abrechnen mit einem Beitrag, der kleiner ist, indem man eben nachher die Abschreibung nicht machen muss in dieser Phase, sondern einen kleinen Zins hat, der dann aber wesentlich weniger ausmacht aus dem Ganzen raus. Und meine persönliche Meinung ist darum immer noch, es wäre gut, wenn sich das der Gemeinderat nochmal sehr gut auch in diesen Bereichen vielleicht durchgehen, durch den Kopf gehen lässt und unter Umständen den Vorentscheid, den man jetzt getroffen hat, wie wir gehört haben, eigentlich nochmal ein bisschen überdenken. Danke, Kurt. Weitere Wortmeldungen? Ja, bitte, Hans. Hat da mit den Finanzen zu tun, weiss man das, wie viel prozentuale Belegung dass er so ein Heim musste haben, bis eine Rechnung ausgeglichen ist? Und kann man das abklären, ob die Prozentzahl, was man da würde herbringen? Ich habe jetzt hier noch eine Folie vorbereitet für die Finanzierung. Ich meine, die Argumente von Kurt und auch deine Frage, das verstehen wir ja, oder? Aber die Frage ist dann immer, was wählt man denn eigentlich als Best aus? Und die Situation, ich meine, wenn man Banken hat, die Hypotheken gewähren und beteiligt sind, wollen die auch etwas verdienen. Die machen das in der Regel nicht aus nächster Liebe. Und das Gleiche können wir ja machen. Wir können auch bei der Bank Geld holen, wenn wir selber
das Ganze in die Hand nehmen. Ich würde es einfach einmal, wir haben Modellrechnungen gemacht, oder? Es ist ja leider so, dass man überall nur Modelle rechnen kann. Man sieht dann in der Praxis nachher, wie es wirklich ist. Aber wir haben einmal angefangen. Und da sehen Sie jetzt, wir haben oben einfach den Parameter, Anzahl Gäste, Auslastung, Pensionstarif. Da haben wir da, was heute gilt. Wir haben heute 29 Gäste maximal im Gerbi. Und der Pensionstarif ist bei 102 Franken. Neu rechnen wir mit 44 Gästen, also wenn es 100% ausgelastet ist, haben wir 44 Betten. Wir rechnen mit einer Auslastung, das sind Erfahrungswerte, die man hat mit anderen Heimen. Eine normale Auslastung ist bei 96%. Und der Pensionstarif, da komme ich dann nochmal drauf zurück, ist jetzt hier einfach einmal mit 120 Franken angegeben. Wir haben hier die Anlagekosten aufgestellt. Wir haben obendran die Kosten, die das Heim im Betrieb nachher müsste tragen, sind 18 Millionen. Der Steuerzahler würde, das ist einfach einmal eine Annahme, 4 Millionen einschiessen à fonds perdu. Das ist einfach der einmalige Betrag, den die Gemeinde würde zahlen, damit sie ein gutes und ein schönes und ein langzeitverhebendes Altersheimbetrag daheim hätte. Total wäre das die Investitionssumme, die wir heute kennen, von 22 Millionen. Also nochmal, der Steuerzahler wird einmal belangt, wenn man in diesem Modell rechnet. Es gibt Modellrechnungen, wo man den Steuerzahler nicht einmal müsste belangen, aber das hängt dann wieder eben von den Parametern ab, die man berücksichtigt. Ich gehe jetzt hier nochmal eine Stufe weiter. Wir rechnen in diesem Modell mit einem Zinssatz. Wenn wir heute zur Kantonalbank gehen, dann kämpfen wir ein Darlehen auf 33 Jahre über für 1%. Wir haben hier mit 1,75% gerechnet. Es ist nicht anzunehmen, dass die Zinsfront sich dermaßen bewegt, dass wir in einem Jahr dann mehr als 1,75% Zinsen müssten zahlen. Aber wer weiß das schon? Die Annuität, die Amortisation auf 33 Jahre raus. Das ist so, nach dem neuen Abschreibungsmodell vom Kanton wird das 33 Jahre sein. Und das Ergebnis jährlich, das ist jetzt einfach auf diesen 120 Franken Pensionstarif, dann hätten wir ein jährliches Ergebnis von plus knapp 38'000 Franken. Also nochmal, wenn man die Anlagekosten rechnet, für die Zinsen mit 1,75% auf 33 Jahre abschreiben und vom Gast 120 Franken verlangen pro Nacht, dann hätten wir unter dem Strich im Jahr noch 38'000 Franken verdient. Und jetzt können wir natürlich an diesen Parametern anfangen zu schrauben. Ich will das hier nicht zu wild tun, ich tue nur zweimal. Ich gehe jetzt beim Pensionstarif auf 125 Franken. Dann hat das beim Ergebnis unten, jährliches Ergebnis zur Folge, dass wir auf einmal bei 115'000 Franken sind im Jahr. Und immer noch für die Zinsung von 1,75%. Und ich kann Ihnen nachher noch eine Tabelle zeigen, wo wir den Vergleich haben mit dem Pensionstarif mit der anderen Betagtheim oder einfach mit denjenigen da in der Umgebung. Mit dem wären wir nicht so daneben. Und jetzt können wir auf die andere Seite noch etwas schrauben. Jetzt gehe ich mit dem Pensionstarif auf 115 Franken runter. Und dann sind wir da unten im Minus von 39'000 Franken im Jahr. Aber wenn man da nur um 0,25% schrubbt, dann wirft das natürlich die ganze Rechnung wieder den Bock. Also wenn es da jetzt auf 1,0% runtergängt, dann hätten wir da ganz eine andere Zahl, die könnten wir da oben noch viel weiter runter. Wir haben die Modellrechnungen gemacht. Und wenn sich jemand interessiert, kann man gerne bei mir vorbeikommen. Wir können die demonstrieren. Der Markus Steiger hat das bis innen rum, hat er alle Möglichkeiten austariert. Die Aussage, die ich Ihnen hier machen will, ist die, dass wenn man nach heutigem, normalen, menschlichen Ermessen ausgeht, dann müssen wir theoretisch, sehr wahrscheinlich nicht einmal etwas, müssten wir nicht einmal etwas einschiessen. Aber damit man gleich eine gute Startplattform bietet, dem neuen Heim, kann man sagen, wir schiessen die 4 Millionen ein, einen einmaligen Beitrag, der ist dann à fonds perdu, der hat dann gemein zahlt und nachher muss der Betrieb vom Betagtheim selber schauen. Nach heutigem Ermessen müsste das mehr als funktionieren. Es ist also nicht so, dass man dann irgendwie noch müsste
Steuererhöhung machen oder irgendwo an einem anderen Ort eine Quelle anzapfen. Das bleibt einzig und allein in den Büchern stehen, aber die Eventualverpflichtung, die schlägt keine Geissen weg und das wollte ich auch nicht beschönigen. Wenn alle Stricke reissen, dann stehen wir als Gemeinde Grapfen da. Aber wenn das nicht so wäre, dann könnten wir gar nicht mehr geschäften. Das ist überall eigentlich das Geschäftsmodell. Der Taxichauffeur, der ein neues Auto kauft, der kauft sein Auto auch so, dass er es über den Betrieb nachher kann amortisieren kann. Und wenn er keine Fahrgäste mehr hat, dann hat er Pech gehabt, immer noch Konkurs anmelden. Das war einfach wieder ein Exkurs von den Kosten, zum zu sehen. Und wenn wir jetzt hier die Investitionen nehmen und noch andere haben, die etwas dazu beitragen, zu diesen 22 Millionen, dann müssen wir dem die sicher auf den Zinsen, zumindest 1 oder 1,75%. Und darum ist es einfach für den Gemeinderat schon ein bisschen fraglich, ja, wem wollen wir denn noch etwas geben, wenn wir es an und für sich selber hätten und dann alles in unserer Hand könnten haben. Darf ich Ihnen noch die Tabelle mal die Auflistung zeigen, wie es aussieht im Vergleich mit anderen Heimen? Jetzt muss ich gerade schauen. Da. Da sehen Sie, wie es am 14. Februar von diesem Jahr aussieht an anderen Orten. Sie haben da hinten haben Sie den Namen vom Heim, da hinten dran, das sind die verschiedenen Heime. Und dann haben wir hier einfach mal einen Altbau, einen Neubau. Oder im Stütli-Haus haben wir drei verschiedene Baukörper, die natürlich alle andere Tarife haben. Das hier ist der Preis für ein Einbettzimmer. Und das ist ein Zweibettzimmer, dort, wo es zwei Bettzimmer hat. Und da unten haben wir uns, Altersheim Gerbi, ist in dieser Bandbreite, ist heute sehr günstig. Aber wenn ihr schaut, bei den neueren Häusern, da ist man dann mit 115 bis 125 Franken, bis 135 da, ist man dann bei den Leuten. Und die Frage ist ja immer, was will denn eigentlich der Kunde auch haben? Oder? Wenn er etwas Gutes überkommt, etwas Neues überkommt, dann ist er sehr wahrscheinlich auch eher bereit, um mehr zu zahlen dafür, als wenn er einen alten Schopf bezieht. Und da sind wir also wirklich, wenn wir jetzt mit dieser Modellrechnung schauen, also 120 plus minus Franken, dann sind wir da nicht irgendwo jenseits von Gut und Böse. Und das wäre eigentlich wieder mit dem Grund, zu sagen, ja, das, den Mut haben wir jetzt. Und irgendwie müssen wir sagen, welchen Mut das wir haben oder ob wir keinen haben. Das als Ergänzung sind noch weitere Wortmeldungen. Ja, Hans Engler. Ich bin immer ein bisschen Inflationsprophet in diesem Saal und bin nach wie vor der Meinung, wir müssen in Zukunft mit steigenden Zinsen rechnen. Ich will darum wissen, ob man noch eine Modellrechnung gemacht hat, vielleicht einmal mit 2,5%, wie dann die Rechnung aussieht. Wie sie aussieht mit 3,5%, wo vorher der Kanton in der langfristigen Finanzplanung immer gerechnet hat. Ich darf auch darauf hinweisen, dass Privatbanken bei Privaten mit 5% kalkulatorischem Zins rechnet. Der 5% entspricht dem Hypothekarzins im Schnitt von den letzten 100 Jahren in der Schweiz. Und wir sind uns im Klaren, eine Gemeinde kommt immer einen Bonus über. Sie wird nicht mehr so 5% zahlen. Aber ich finde, 1,75% auf 33 Jahre ist von mir aus fahrlässig, wenn man so rechnet. Ich finde, das ist einfach zu wenig. Und ich habe grosse Bedenken, wenn man auch die Diskussionen jetzt gehört um die Deckelung von den Ergänzungsleistungen. Weil ich glaube, auch da kommt dann noch einmal eine Belastung auf die Gemeinden zu, weil sie der letzte von unseren drei Staatsebenen ist. Der Bund schiebt die Lasten auf Kantone ab und Kantone, wie wir es jetzt sehen mit dieser Pflegefinanzierung, schiebt es einfach auf Gemeinden ab. Von all dem her meine ich, wie es der Kurt Bodemann gesagt hat, sehr wohl zu überlegen, ob die Gemeinde quasi von Anfang an in vorderster Front steht. Oder ob man in gescheiter Seite, wir tun das ausgliedern, ob man es dann privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisiert, das ist eine andere Frage. Aber ich meinte, es wäre vielleicht vorsichtig, wenn man eben, wie es private Finanzierung, private Gesellschaften auch machen, die schicken eine Finanzierungsgesellschaft vorweg, damit sie nicht vorderst in der Schusslinie stehen. Also das wäre für mich ein Grund, dass man sich sehr wohl noch überlegt, ob man nicht ausgliedern will. Ob man eine Stiftung will, also privatrechtlich oder eine Genossenschaft, das könnte man im Lichte der Erfahrungen ein bisschen auch noch evaluieren, die man gemacht hat mit den Alterswohnungen.
da hat man ja seinerzeit bewusst gesagt, machen eine Genossenschaft. Und die Genossenschaft hat bis jetzt sich so können bewegen, dass sie eigentlich sehr gut da steht, wenn man denkt, dass sie mit 5% Eigenkapital angefangen hat. Es ist ganz klar, die Verantwortung, die oberste Verantwortung liegt beim Gemeinderat. Da ist er vom Gesetz her ja verpflichtet. Aber man kann durchaus natürlich durch geeignete Leistungsvereinbarungen und so und Vertretungen den Einfluss von einer Gemeinde ja sichern. Wenn man den Geist und die Zielsetzung von der ordentlichen Gemeindeverwaltung vergleicht eben mit dem Geist, der in einem industriell geführten Betrieb herrschen sollte, dann würde ich meinen, wäre vielleicht auch das, einfach rein von der Mentalität her zu überlegen, ob man es nicht ausgliedern will. Ob es nicht besser rauskommt, als wenn man irgendein neues Amt schafft, dass man sagt, wir machen immer im weiteren Rahmen unter dem Oberaufsicht des Gemeinderates eine andere Stelle, die sich mit dieser Spezialfrage befasst und dann natürlich dauernd den Druck hat, dass sie finanziell die gesteckten Ziele erfüllen muss. Ich will auch nicht länger werden, aber ich würde auch bitten, von mir aus zusammenfassend, erstens die langfristige finanzielle Perspektive, Stichwort Zinsfuss, und zweitens von der Führungsphilosophie her zu prüfen, ob man nicht eine Ausgliederung vorteilhafter machen könnte. Nachdem ich gelesen habe, dass ja nur 4 Millionen eingeschossen werden müssten, hätte ich Meinung, wäre dann diese Hürde bei der öffentlichen Beschaffung vielleicht einfacher zum Gehen, als wenn man sagt, wir müssen 50% haben. Danke, Hans. Vielleicht einfach noch zum Klarstellen. Der Zinssatz, wir gehen nicht davon aus, dass er runtergeht auf 1%. Im Moment könnten wir eine Festhypothek abschliessen auf 33 Jahre für 1%. Auf 33 Jahre. Das ist ja so. Da hat der Petrillo, könnte der Hugo Petrillo fragen, das hat er uns so bestätigt. Ja? Ja, aber eben, ich meine, wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir alles verifizieren und durch alle Dinge durchlassen. Aber die Idee ist ja, wenn man ja irgendwo Geld aufnimmt, macht man ja das auf eine längere Zeit. Also wir werden sicher nicht einen variablen Zinssatz wählen, wenn man irgend Geld müsste aufnehmen. Und das öffentliche Beschaffungsrecht, das ist an und für sich nicht abhängig davon, wie viel das man selber einschiessen. Die Tatsache ist, dass man einfach 22 Millionen Investitionssummen haben. Und da ist irgendeine Limite, oder, für die einzelnen Fachbereiche, für die einzelnen BPKs. Und dort müssen wir das Zeug dann einfach entsprechend ausschreiben. Also das ist die Situation. Wir könnten nicht einfach sagen, wenn wir ein bisschen mehr einschiessen, ist das vielleicht ein bisschen weniger der Fall oder so, sondern die Vergabe. Die ist unerheblich oder unabhängig davon, wie viel Geld das wir selber beisteuern. Und dann müssen wir nochmal unterscheiden. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Einschuss von Bargeld oder von Eigenkapital. Eigenkapitaldecke, die ist jetzt Ende 2016 ist die bei 33 Millionen gewesen. Vom Eigenkapital her müssen wir eigentlich keine Angst haben, sechs Mal so salopp. Aber das Entscheidende ist doch, wie viel Bargeld müssen wir auswärts holen. Und wenn wir 4 Millionen Cash können selber einschiessen, dann können wir das. Und dann heisst das, dass wir nachher eben nur noch 18 Millionen müssen verzinsen und versteuern. Und das ist die Basis von dieser, verzinsen und amortisieren. Das ist die Basis von dieser Modellrechnung. Theoretisch, so wie wir im Moment liquid unterwegs sind, könnten wir noch ein bisschen mehr einschiessen. Aber das ist nicht die Idee. Die Idee ist ja, dass auch eine Motivation muss haben und eben ein unternehmerischer Geist soll drin sein, im Betrieb von dem Tag daheim, der dann eben auch dafür schaut, dass entsprechend sorgfältig wirtschaftet wird. Nicht, dass man einfach sagen, ja weißt, im Notfall haben wir dann schon eine Gemeinde hinten dran. Das ist ja genau eigentlich der Grund dazu. Wir tun nicht alles ausschöpfen und uns eigentlich blank abziehen, nur damit das Betagteheim möglichst gut starten kann. Sondern das Betagteheim hat eine Aufgabe, um nachher über den Betrieb eben selber zu funktionieren. Und vielleicht noch das Letzte, Pflegeversicherung. Das ist nicht so, dass wir mit 80% zahlen und der Versicherte 20%, sondern da geht um das, was nicht über die Krankenkassen abdeckt ist.
hast du recht, wir haben ein paar teure Kunden, die wir da zahlen müssen. Aber die haben wir, ob wir einen Ausbetag daheim selber betreiben oder ob das Betag daheim jemand fremder betreibt. Wir haben die teuersten Kunden, die sind nicht bei uns im Betag daheim, die sind auswärts irgendwo in einem Pflegeheim, denen müssen wir genau gleich zahlen. Also SEB hat keinen Einfluss, beziehungsweise das, was wir jetzt hier machen, hat keinen Einfluss auf das Zahlen von diesen nicht gedeckten Pflegedienstleistungen, wo du richtig gesagt hast, Hans, wo eben gemeint wirklich die Gefahr besteht, dass man immer mehr zahlen muss. Das hängt natürlich auch davon ab, was politisch in sonst andernorts im Zusammenhang mit einer freiwilligen Pflegeversicherung und so weiter. Das wird auch diskutiert, vielleicht einmal kommt. Aber wir können ja nicht aufgrund von irgendwelchen möglichen schlechten Szenarien den ganzen Mut verlieren und einfach sagen, ja, jetzt machen wir dann am liebsten wieder nichts. Ich warne einfach vor dem, wenn man etwas macht, fundiert, einverstanden, die Modellrechnungen machen, schauen, was könnte im Worst Case passieren, was kann im Best Case passieren. Heute sind wir jetzt nicht da, um die einzelnen Modelle durchzurechnen, sondern heute sind wir eigentlich da, um zu schauen, was spricht für die eine oder die andere Betriebsform. Ja, bitte, Hubert. Wenn wir vom Zinssatz ausgehen, wenn die Hypothekarzinsen in die Höhe gehen, und wir haben einen Fremdinvestor, dann geht es so wie mit. Und bei einem Fremdinvestor sowieso ist das doch ganz klar, dass er mit der Bruttorendite kommt, also das sind im besten Fall 5-6%. Er will verdienen und das kostet Geld. Bei einer Stiftung oder Genossenschaft sehe ich das Problem, um die entsprechenden Leute zu finden, die kompetent sind und das können machen. So wie ich es jetzt heute bei der Wohnbaugenossenschaft sehe, ist es vor der Straße der Gemeindekassier. Der kostet uns nichts, vermutlich, oder kostet uns schon, aber er wird zahlt. Hingegen, wenn wir fremde Leute dort drin haben, die müssen auch entschädigt werden. Also ich sehe wirklich Vorteil bei einer Eigenfinanzierung als die richtige Lösung. Danke. Danke, Hubert. Weitere Wortmeldungen? Gut, ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen erschöpft. Danke für die Beiträge. Wir nehmen die auf. Wir werden das wieder diskutieren im Gemeinderat. Claudia würde jetzt noch etwas sagen zu dem Siegerprojekt. Guten Abend miteinander. Auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Infoveranstaltung. Also ich mache nur mal zu lang. Ich möchte Ihnen aber gleich noch etwas erzählen über einen Projektwettbewerb und warum wir jetzt genau das Projekt gewählt haben, was Sie jetzt hier sehen. Der Projektwettbewerb, wir sind Mitglieder 9 Stück in der Jury, und zwar 5 unabhängige Architekten und 4 von der Gemeinde. Es hat auch noch Leute von der Begleitgruppe Betagtenheim dabei gehabt, die dafür dabei sein, die aber kein Stimmrecht hatten. Für mich persönlich war das extrem spannend und auch sehr anstrengend. Die 2 Tage haben wir doch alle die Projekte, die da in dem Saal gestanden sind, müssen anschauen und beurteilen. Nach dem ersten Jury-Tag waren aber die Favoriten schon ziemlich klar. Das Siegerprojekt war von Anfang an sehr mehrheitsfähig. Die anderen Vorschläge sind teilweise sehr kontrovers diskutiert worden. Also von der Jury sind teilweise 2 total begeistert und 2 überhaupt nicht. Beim Siegerprojekt ist das einfach durchs Band, ist das von Anfang an bei allen eigentlich gut geheissen worden. Dann möchte ich Ihnen jetzt noch erläutern, warum wir genau das Projekt eben ausgewählt haben. Also wegen dem Namen ist es sicher nicht, weil ich den immer noch nicht richtig ausspreche. Und wie der Roland vorher schon gesagt hat, heisst das auf Deutsch eigentlich die Flüge vom Smoking. Das hat uns dann der Architekt erklärt. Was uns gefallen hat, ist die Geometrie des Gebäudes mit den 2 Hauptaussenräumen Süd-Nord. Das Gebäude verschließt sich nicht komplett zum Areal Werkhof Bühlhof, wo ja spätere Anbindung dann einmal geplant ist. Wir haben eine sorgfältige Auseinandersetzung und Differenzierung der Aussenanlagen. Es hat eine schön geplante Terrasse mit dem Innenhofcharakter und der Spielplatz ist gut integriert ins Projekt. Das Gebäude ist ansprechend aus. Uns hat vor allem die Lichtigkeit gefallen, dass es nicht so schwer daherkommt als Klotz.
Die betriebliche Organisation ist gut durchdacht und nachvollziehbar. Also da haben die Architekten sehr viel überlegt, finden wir. Und der Heimleiter hat auch schon einen Check gemacht mit dem Küche und mit dem Pflegepersonal, ob das alles gut verhebt. Die Grundrissorganisation vermeidet Zimmer mit reiner Nordausrichtung. Also es hat nicht viele Zimmer, die wirklich nur gegen Norden schauen. Und im Eingangsbereich und vor allem im Obergeschoss haben wir verschiedene Blickwinkel, die es ermöglichen, nach außen zu schauen. Hier haben wir nochmal den Plan, wie sich das Gebäude so in das Quartier einfügt. Und hier sieht man jetzt wieder die Form eigentlich von dieser Flüge, die dann in der Mitte eben den Knopf fährt. Hier haben wir noch einen Plan vom Erdgeschoss. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass es noch kein fertiges Bauprojekt ist. Also eine Überarbeitung vom Architekt zusammen mit Vertretern der Gemeinde ist unbedingt notwendig. Die Vorlage der überarbeiteten Version wird dann auch nochmal von einer Vertretung der Fachjury abgesegnet. Und bei diesen Punkten, die man jetzt noch überarbeiten muss, ist jetzt einer, wie man hier gerade sieht, der Eingangsbereich im Übergang mit dem Esssaal, mit der Cafeteria. Im oberen Stock sind es, dass der Essbereich und die Lodges noch ein bisschen knapp bemessen sind und noch andere Fragen. Wir haben ja die ganzen Projekte am Saal ausgestellt. Die Bevölkerung hat ja dreimal die Möglichkeit gehabt, um die auch anzuschauen. Wir haben, wie der Roland schon gesagt hat, das Projekt noch nicht da. Man kann hier gerne nachher noch mal Auskunft darüber geben. Uns hat natürlich gefreut, dass auch so viele Leute gekommen sind. Und das sind so die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die meisten Leute so ein bisschen bewegt haben, eigentlich, als sie im Kollegen schauen. Warum hat das Projekt keinen Balkon bei den Bewohnerzimmern? Im Vorfeld hat es intensive Diskussionen zu dieser Frage gegeben. Wir haben dann eigentlich entschieden oder festgestellt, dass pflegebedürftige Bewohner und Bewohnerinnen bessere Gemeinschaftslodgen nutzen können, zum Frussi sitzen. Warum hat man nicht mehr einen Tiefgaragenplatz geplant? Für den Betrieb des Betagtenheims ist das nicht unbedingt nötig. Die Kosten für zusätzliche Platz belaufen sich auf ca. 40'000 Franken pro Tiefgaragenplatz. Das Gebäude hat ein Flachdach, ist das sinnvoll, verhebt das? Das war schon so eine Frage. Wir haben in der Ausschreibung eine Aufstockung als Option drin. Also man muss die Möglichkeit haben, um das Gebäude noch zu erweitern. Und in diesem Gebiet war eigentlich dreistöckige Möglichkeit, darum ist das so. Gibt es denn hier eine öffentliche Cafeteria? Alle Leute sollen die Möglichkeit haben, sich im neuen Heim zu verpflegen, sei es bei einem Kaffee oder auch mit der Auswahl von Mittagsmenü, wo man dann so mit Vorbestellung kann, dort jeder essen kann. Heizanlage, Wärmeverbund, Holzschnitzelheizung. Da ist eine Machbarkeitsstudie in Arbeit für das ganze Gebiet, für Garbi und Bülriet, wo dann das Betagtenheim einfach angeschlossen wäre. Dann war auch noch die Frage, warum hat es da kein Doppelzimmer oder sind da keine Doppelzimmer geplant. Es hat in jedem Stock zwei Zimmer, die man mit einer Verbindungstür verbinden kann, dass dort auch zwei Personen sein könnten. Es ist einfach so, dass die Doppelzimmer sehr wenig genutzt werden, das sehen wir auch im bestehenden Heim. Und da hat man trotzdem die Möglichkeit, dass man noch ein bisschen näher zusammen ist. Ja, das sind eigentlich die Sachen, freut mich, wenn Sie das nachher nochmal anschauen, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Dankeschön. Herr Claudia. Dann käme ich schon zum weiteren Vorgehen. Was machen wir jetzt weiter mit dem Projekt? Da habe ich auch wieder einen Haufen aufgeschrieben. Das ist nicht in dieser Reihe voll, das sind einfach alle Punkte drauf, wie es etwa angegangen wäre. Jetzt wären wir dann als erstes eine Bauherrenvertretung ausschreiben. Da brauchen wir eben jemanden, der von der Mitte etwas versteht. Und die Ausschreibung die wird jetzt erstellt und wird demnächst erfolgen. Wenn wir dann die Bauherrenvertretung haben, dann wird man die Organisation aufbauen, eine Baukommission bilden. Wie das im Detail aussieht, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Bei der Rechnungsversammlung in 4 Wochen werden wir Ihnen einen Nachtragskredit von 1,1 Millionen beantragen, damit wir mit diesen 1,1 Millionen an und für sich ein abstimmungsfähiges Bauprojekt vorstellen können, bzw. erarbeiten und dann vorstellen können. Der Terminplan würde dann folgen. Das Siegerprojekt, Claudia hat schon gesagt, müssen noch ein paar Verbesserungen vorgenommen werden. Da müssen wir jetzt einmal schauen, wo haben wir dem Siegerprojekt Handlungsbedarf und nachher, wie wird das Siegerprojekt überarbeitet, was müssen wir verbessern und das Ergebnis daraus wäre dann das Vorprojekt.
Aufgrund von dem werden Offerten eingeholt von Fachplanern und Spezialisten. Da ergibt ein Detail zu der Baukostenplanung und zum Bauprojekt. Da gibt es ein Gutachten, wo man dann eben im Vorfeld von dieser Abstimmung würde erstellen und verschicken mit der Abstimmungsunterlage. Und dann gibt es die Abstimmung. Und ich hoffe es natürlich, dass die Abstimmung dann positiv rauskommt, damit wir auch nicht nur bis dorthin geschafft haben, sondern dass wir dann bis zum neuen Betagtheim wirklich kommen. Als erstes würde ich Sie einfach bitten darum, dass Sie dem Nachtragskredit, dass Sie sich da Gedanken machen darüber und dass Sie dem mal zustimmen. Denn jetzt brauchen wir einfach Geld, damit wir weiterarbeiten können. Und bis 200'000 hat der Gemeinderat dafür selber entscheiden. Und was darüber ist, in einem Einzelgeschäft, muss er der Bürgerschaft oder der Bürgerversammlung vorlegen, bis 2 Millionen. Nachher gäbe es dann sogar eine Urnenabstimmung. Da wäre dann eben beim effektiven Bauprojekt der Fall.